Unmündigkeit in der spirituellen Gemeinschaft. Eine gewisse Gefahr in spirituellen Gemeinschaft ist Unmündigkeit. Wenn man in einer spirituellen Gemeinschaft lebt, in einer Lebensgemeinschaft oder auch wenn man einem spirituellen Lehrer folgt, dann gibt es manchmal die Gefahr, dass man unmündig wird. Unmündig heißt, dass man einfach nachplappert, was andere einem sagen, dass man keine eigenen Entscheidungen mehr trifft, dass man nicht mehr tief selbst denkt, sondern dass man andere für sich bestimmen lässt. Es gibt spirituelle Lehrer und es gibt Gemeinschaften, die die Unmündigkeit der Anhänger ausnutzen. Ein authentischer spiritueller Lehrer will seine Schüler zur Mündigkeit erziehen, dass sie selbst denken, dass sie selbst überlegen und dass sie ruhig auch mal anderer Meinung sind. Und eine gute spirituelle Gemeinschaft hat Raum für verschiedene Ansichten. Hält es nicht nur aus, dass unterschiedliche Menschen die spirituellen Prinzipien anders vertreten und anders verstehen, sondern sieht das auch als Chance. Mündigkeit heißt, dass Menschen selbst denken und überlegen. Anfänger müssen natürlich erstmal herauskriegen, worum es geht. Anfänger in einer spirituellen Gemeinschaft müssen sich öffnen. Zu Anfang sollte man genau prüfen, ist das eine authentische Gemeinschaft, folgt sie den ethischen Regeln, gibt es dort eine gewisse Demokratie, gibt es dort eine Wertschätzung verschiedenster Menschen, ist dort Toleranz gegenüber Andersgläubigen, wie gehen die Mitglieder der Gemeinschaft mit Menschen um, die die Gemeinschaft verlassen haben, wie sprechen sie über andere spirituellen Gemeinschaften, andere Traditionen, das sollte man erst prüfen. Wenn man das geprüft hat, dann gilt es natürlich auch, sich auf die spirituelle Gemeinschaft einzulassen, in der man dann lebt. Dann muss man manchmal auch loslassen und geht durch Prozesse, man muss ein gewisses Vertrauen haben. Aber im Laufe der Zeit sollte eine spirituelle Gemeinschaft einen zur Mündigkeit bringen, dass man selbst nachdenken kann, selbst überlegen kann, zu seinen eigenen Schlüssen kommen kann. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Unmündigkeit in spirituellen Gemeinschaften. Und der Appell, dass wenn du dich einer spirituellen Gemeinschaft anschließt, dass du dir bewusst bist, es geht nicht darum, unmündig zu werden, sondern mündig zu werden. Und man kann drei Phasen unterscheiden und sehr viele Unterphasen, aber drei wichtige Phasen. Die erste Phase ist prüfen. Die zweite Phase ist darauf einlassen. Und die dritte Phase ist, selbstständig denken und zu überlegen, wie willst du den spirituellen Weg gehen? Oder noch besser, was denkt dein höheres Selbst oder was gibt dir dein höheres Selbst an Inspiration? Und welche Inspiration bekommst du von einer höheren göttlichen Wirklichkeit in Übereinstimmung mit übergeordneter menschlicher Ethik?